Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie wir ganz easy und einfach in Windows unsere, also Programme bzw. Apps deinstallieren können. Das geht super easy und das werde ich euch heute einmal zeigen, Schritt für Schritt. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich megamäßig über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude, also warum denn auch nicht? Genau. Jetzt starten wir direkt rein. Wir gehen einfach mal in die Windows-Suche und geben jetzt hier einfach mal ein Programme hinzufügen oder entfernen. Da werden wir dann auf einen Tab aus der Systemsteuerung weitergeleitet. Einfach mal draufdrücken. Dann sehen wir hier unten, also wir werden hier auf den Reiter Apps weitergeleitet und sehen hier unten schon unsere App-Liste. Hier können wir einerseits natürlich nach Apps suchen oder das Ganze sortieren nach Name, Größe etc. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nach Größe sortiert, könnt ihr hier die mit den meisten Gigabyte raussuchen und dann eben zum Beispiel entscheiden, ja, was braucht ihr davon nicht, wenn ihr Speicherplatz frei machen wollt. Hier können wir auch noch nach Laufwerken filtern, das heißt, auf welchem Laufwerk die ganzen Apps installiert sind. Genau. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal testen bei einem, was nicht so, nicht so wichtig ist. Vielleicht testen wir das Ganze einfach mal bei 4K-Downloader, das ist ein YouTube-Downloader, YouTube-Video-Downloader, einfach mal auf die drei Punkte gehen und dann auf Deinstallieren drücken. Und dann hier steht nochmal, diese App und alle dazugehörigen Infos werden deinstalliert. Ja, müssen wir eben sicher sein, jetzt das Ganze mit Ja bestätigen. Habt ihr kurz nicht gesehen, jetzt sehen wir das Ganze aber wieder. Also jetzt seht ihr das wieder. Und hier ist es dann leicht unterschiedlich bei den ganzen Apps, aber grundsätzlich solltet ihr dann auf Uninstall drücken können oder deinstallieren oder Ja fortsetzen. In meinem Fall ist das jetzt hier einfach mal Uninstall. Dann wird das Ganze durchgeführt. Ist leider nicht mehr rückgängig machbar, also seid euch da auf jeden Fall sicher, weil sonst müsst ihr das Ganze ja natürlich neu runterladen. So, wenn das Ganze dann installiert ist, können wir dieses Fenster auch schon wieder schließen und sehen, die App wurde hier deinstalliert und können die ganze App auch nicht mehr erreichen. Das heißt, wir haben uns den Speicherplatz jetzt gespart oder was auch immer, wieso ihr diese App jetzt deinstallieren wolltet. Genau, jetzt können wir das Ganze auch schon schließen und sind fertig mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze weitergeholfen hat. Wenn nicht, unbedingt einen Kommentar schreiben, dann werde ich euch so schnell es geht antworten. Ansonsten würde ich mich wie gesagt sehr über ein Like und Abo freuen und würde schon sagen, bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.